Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu The Last of Us 2. Ja, im letzten Part mussten wir uns ein wenig Munition irgendwie zusammenwuseln. Am Ende des letzten Parts habe ich mich relativ erschreckt und auch getriggert gefühlt. Irgendwelche Dudes kamen, guckt euch ein paar da an, irgendwelche Dudes kamen von hinten an, wo ich gerade meine Waffen, die kamen wirklich urplötzlich an, ich wollte gerade meine Waffen upgraden, hier an so einen Spezialschreibtisch oder Werkstatt, und dann kommen die auf einmal von hinten an und wollen mich umbringen, 4 Leute. Aber gut, für die Leute, die es interessiert, ich musste den Code offscreen einmal nachschauen, und zwar ist der Code, Moment, 10.08.8.3 für die Leute, die das interessiert. So. Ah, okay, wir sind hier. Ja gut. Theoretisch gesehen. Ja. Wir müssen eigentlich nur der Route 5 folgen. Aber hier geht es natürlich wieder nicht weiter. Hier ist doch verschlossen, oder? Natürlich. Scheiße. Ich muss da rein. Ja, ja, weiß ich doch, Ellie. Hier in dem Laster ist da was drin? Obwohl, warte. Da komme ich doch theoretisch gesehen rüber, oder? Ja, episch. Ah, hier ist jetzt aber auf, oder? Ja. Ach komm. Ja gut. Das riecht doch nach Infizierten, oder? Vorsicht, keine Mülltonne auf Rampe. Vorsicht, Rutschgefahr auf Rampe. Ja, ja, ja. Oh, ein Gabelstapler. Eddie kann doch bestimmt Gabelstapler fahren, oder? Also so theoretisch gesehen. Joel bringt ja auch eine Menge bei. Ja, dann nochmal das Gleiche. Hier noch irgendetwas. Nee, okay. Ja. Lass mich kurz nachdenken. Die Mülltonne würde ich da nicht durchkriegen, ne? Aber wenn schon da irgendwie Rutschgefahr steht. Oh, wartet mal. Da ist was drauf, da oben. Seht ihr das? Wie kann ich den denn bedienen? Eigentlich könnte Ellie da ja raufklettern, aber... Oder gibt es hier irgendeine Bedienung für dieses Ding? Oh, wartet mal. Na. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt.
Obwohl, wartet mal. Komme ich mit dem Ding darauf? Ja, episch. Oh, das hat sich alle Male gelohnt. Wahnsinn. Zeug. Aber das löst trotzdem noch nicht unser Problem mit dem Mülleimer. Sieh, der ist zu groß. Wenn ich ein bisschen so mache, geht auch nicht, ne? Ja, theoretisch gesehen. Nee. Funktioniert nicht. Also zwei Möglichkeiten versuche ich mal. Entweder ich laufe dann schnell nach vorne. Wenn das denn geht. Okay. Alles klar. Ah, das zweite, was mir eingefallen wäre, ich hätte sonst hier eine Bombe oder so hingepackt und dann gezündet. Ah, Leute. Ja, man muss ein bisschen nachdenken. Na, aber ich meine, das können die Entwickler schon ein bisschen verlangen. Ja, zumindest manch ab und zu. Oh. Oh, jetzt rüber. Immer noch zu wenig Munition. Episch. Okay. Da geht's lang. Da geht's nicht lang. Okay. Wir müssen hier lang. Fuck. Ich dachte, ich wäre näher. Das dachte ich auch. Ich glaube, da ist es. Achte aufs große rote Schild. Da unten hab ich was gesehen, seht ihr? Ah nee, das sind die Blätter. Warte mal. Das sind die Blätter vom Wind. Oh Leute. Sieht doch nach einem Fight da unten aus. Nach einem Bloater oder so. Da habe ich gar keine Lust drauf. Wie komme ich da runter? Ich meine, ich könnte springen, aber ist ein bisschen tief. Obwohl, wartet mal. Da ist irgendwas. Nee. Sah nur so aus. Okay, was haben wir hier? Ich habe was gehört. Da ist eine Tür.
da oben wäre ein Fenster gewesen. Theoretisch gesehen. Gibt es keine andere Möglichkeit? Oder habe ich mir das jetzt verbaut? Wartet mal. Nee, da oben. Oh, ich habe hier doch eine Flasche. Die Glasflasche, die Glasspieler jucken Ellie gar nicht. Munition. Munition. Und eine Karte. Bin mal gespannt, wie viele Karten ich dann am Ende übersehen habe. Pfeile zusammen basteln, ja. Episch. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus hier, oder? Wenn Ellie das schon sagt, dann... muss das ja wirklich stinken. Habt ihr es gehört? Natürlich habt ihr es gehört. Da ist doch einer drinne, oder? Nee. Aber der Dude ist tot. Oh. Ja. Scheiß Wurf. Geschieht ja recht. Vielleicht war ich auch einfach zu laut, wo die mich im letzten Part von hinten angefallen haben. Ich habe keine Ahnung. Immer schön alles. Oh, Scheiße. Verflucht. War das ein. Das war aber ein normaler Runner, oder? War das ein Schemmler? Aber Angst, dass dieses Vieh von hinten kommt. Toll. Oh nö. Warum greifen die nur hinterhältig an, oder was?
Die nerven ja richtig. Wegen euch musste ich jetzt Muni verschwenden. Wisst ihr das? Das ist nicht schön. Komm, Ellie. Gib ihm. Gib ihm. Und so ordentlich. Wegen euch. Stirb. Da war noch einer. Alter, hier sind wohl viele von diesen Viechern. Mein Gott. Die sind zwar nicht stark, aber sind auch keine Runner. Und ich kann sie auch nicht aufspüren. Als Maul. Komm, Ellie, gib alles. Komm zurück. Oh mein Gott. Das sind doch ein bisschen viele. Das sind ja wirklich viele. Wahnsinn. Ich sollte sie nicht unterschätzen. Ellie, oh. Ich finde das scheiße, dass Ellie immer so, ja, so schwer ausweichen kann. Mein Gott. Na, komm her, mein Freund. Wo war der da drin? Ich würde gerne alle töten, aber... Da waren doch relativ viele. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Komm, Ellie, jetzt gib ihm den Rest. Nein! Oh, verdammt. Das gibt's nicht. Ich hoffe, er hat ein bisschen gespeichert. Naja, nicht wirklich.
Komm zu Papa. Sind halt nicht stark, aber sind halt in der Überzahl, ne? Ellie? Jawohl. Warte, ich mach mein Licht aus. Vielleicht verschreckt das die. Hätte ich von Anfang an machen sollen. Ellie? Dankeschön. Das Blöde ist, ich kann die auch nicht anvisieren. Stirb doch! Sonst noch jemand? Okay, das war alle. Waren alle, okay? Ich kann mich jetzt zumindest in Ruhe umsehen. So. Genau, hier habe ich alles abgefarmt gehabt. Was haben wir denn da hinten? Okay, dann haben wir hier nichts mehr. Alles klar. Hier hatten wir doch aber noch Munition. Episch. Was hatten wir sonst noch hier? Alk? Ja, Alk ist sehr wichtig. Hier haben wir auch noch was. Wo sind wir hier? Ich würde sagen, wir gehen nach draußen. Ich höre Wasser. Oh, Wahnsinn. Guckt euch den Fluss an. Wir können theoretisch darüber, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Ja. Und jetzt darüber springen, ne? Natürlich. Das habe ich gespürt. Okay, es geht noch oben und es geht wieder ins Gebäude rein. Ich weiß aber nicht, welchen Weg ich nehmen soll. Ist hier eine Sackgasse oben? Ja, scheint so. Aber warum ist hier eine Glasflasche? Das verstehe ich nicht. Ja gut. Ich habe wieder Schemblas gehört, natürlich. Da denkt man, es ist vorbei, aber könnt ihr knicken.
Nehmen wir mal wieder den Bogen. Oh, wie der Mund. Okay, diesmal sind es keine Stalker. Doch, Stalker. Und Klicker, hier moin, durch der Allee. Ist er tot? Das war es aber noch nicht. Okay, jetzt mischen die das sogar mit Klickern. Ach, leider. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wo sind die? Ich auf jeden Fall nochmal hier rein. Hier ist keiner. Habe ich hier noch irgendetwas? Das scheint Kellerbüros oder so zu sein. Oh, Leute. Waren das alle, Ellie? Okay. Ja. Zeit zu gehen. Das muss hier irgendwo rausgehen. Och, hier ist noch Muni. Oh, ich finde es schön, dass ich das so gemeistert habe. Zwar nicht perfekt, aber in Ordnung. Einen habe ich noch mal wieder irgendwo gehört. Ja, natürlich. Da gehe ich aber lieber einmal auf die Schrot. Ja. Das wäre dann doch ein bisschen viel gewesen. Komm schon, Ellie.
Na, wenigstens sind wir auf der Straße. Was? Der Kampf geht immer noch weiter? Was soll ich mal sagen? Was? Dass die ganzen Blutgefäße auch noch von den Zombies laufen, na, Wahnsinn. Und jetzt geht's in die Kanalisation. Nein! Da wimmeln noch wieder viele Zombies. Und vielleicht auch der ein oder andere Bloater. WTF. Verdammtes Seattle. Oh, ich kann auch tauchen. Okay. Und hier geht's lang. Ich will eigentlich nur mal schauen, was hier ist. Ah, genau. Das wollte ich einmal schnell einsacken. Boah, du. Alter, die können sich ja richtig gut tarnen. Stirb. Und die können auch noch gut ausweichen. Stirb! Aber mein Gott. Ja, und zwar wie? Hast du wenigstens noch was gedroppt? Natürlich nicht. So, schauen wir mal kurz. Mhm. Ah, Pfeile können wir uns herstellen. Episch. Jawohl. Na gut, dann würde ich sagen, setzen wir hier mal einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Und im nächsten Part werden wir uns dann, ja, irgendwie alle welche rausschlagen. Bis dann.